Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Minecraft. Ich würde sagen, wir stellen unser Bett direkt mal auf. Ist es ein bisschen laut oder bilde ich mir jetzt ein? Ach ja, der doch hier auf dem linken Ohr ist das weniger laut. So, wir warten jetzt hier, bis wir schlafen können, oder? Würde ich sagen. So, ich habe mir gerade eben... Hoppala. Nach der letzten Folge bin ich mal kurz in die Kopiewelt. Und habe da unsere Koordinaten eingegeben. So, sollen wir uns mal hier umschauen? Hier ist jetzt nicht viel, das habe ich mir schon gedacht. Aber es sieht trotzdem interessant aus. Wir bleiben am Ball. Und wir schauen jetzt ganz einfach mal. Oh, habt ihr gehört? Der Boxkampf zwischen Mike Tyson und Roy Jones Jr. wurde vertagt. Vertagt wurde er. Er wurde verlegt, weil ja offiziell auch aus gesundheitlichen Gründen, irgendwie so. Aber die Experten sind der festen Überzeugung, dass dann halt auch schon einen sehr wirtschaftlichen Aspekt, der da verfolgt wurde, wegen Corona halt, wegen den ganzen Maßnahmen, man erhofft sich halt im November soll der Kampf jetzt stattfinden, dass man halt da, ist ja eh nur ein Charity-Kampf, da geht es ja halt natürlich überwiegend nur um Geld und um Prestige für die Boxer. Aber man versucht da halt wegen dieser Corona-Geschichte, aha, vielleicht da ein bisschen entgegenwirken zu können. Dass man da vielleicht dann noch am Ende ein bisschen mehr Profit rausschlagen kann. Ja, wow. Kommt man da auch irgendwie runter? Okay, cool. Aber irgendwie nicht cool. Hallo, ich brauche mal eben. So. Es ist ziemlich dunkel hier, ne? Ach du Schande. Ist das eine gute Höhle oder ist das nur ein Rockrepierer? Wo wir schon mal da sind. Machen wir jetzt erstmal hier, ne? Keine halben Sachen. Oh. So war das jetzt eigentlich nicht gedacht. Doch, gut, okay. Ne, wer wäre ich, der jetzt hier irgendwie Eisen ausschlagen würde? Also ich schlage hier das Eisen raus, aus. Also ihr wisst, was ich meine. Mein Arzt sagte mir, ich habe akuten Eisenmangel. Deswegen, da muss ich unbedingt gegen vorgehen. Und Kohle kann man auch nie genug haben. Ja, ihr merkt, auch nach 6 Jahren werden die Witze nicht besser. Aber ihr schaut ja nicht zum ersten Mal hier rein. Vielleicht doch. Aber mit mir ist man leid gewohnt, von daher passt schon. So, Kohle brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Aber wir sind hier. Und es soll sich lohnen. Aber ganz ehrlich... Ich hole mir dann lieber das Eisen. Wo habe ich das gesehen? Das Eisen habe ich doch hier irgendwo gesehen. Eisen? Hier. Hier kann ich doch nicht... Hallo? Was ist denn das für eine komische Stimme? Ne, pass auf. Ich hole mir hier nur das Eisen. Das reicht mir. Ja. Komische Stimme im Ohr. So. Wir wollen nur richtige Höhlen. Oder halt mal so ein bisschen Eisen to go, aber ansonsten... Was ist hier? Da ist das dunkel. So dunkel. Wahrscheinlich gibt es hier keine Monster. Wahrscheinlich. Die Musik passt so gar nicht, ne? Oh, was habe ich gemacht? Oh, ist das ein schönes Lied. Final Fantasy 13. Boah, ich liebe dieses Spiel. Oh, hier ist ein bisschen dunkel. Ach, egal. Komm, weißt du was? Wir gehen jetzt raus. Komm, sind wir hier ein bisschen geizig. Interessiert mich nicht.
Es müssen voll die Monster erscheinen und uns irgendwie so von hinten so auf den Kopf hauen. So. Och nö. Och nö, komm, wir bleiben jetzt erstmal auf dem Land. Meine Nase juckt. Ja, wie gesagt, Boxkampf, ne? Ja. Wollte ich nur mal sagen. Also, wird jetzt im November vielleicht stattfinden. Je nachdem, wie sich das mit Corona entwickelt. Nicht, wenn es jetzt weitere Lockdowns gibt, von denen viele ziemlich sicher sind, viele Experten. Dann kann der Kampf eventuell sogar nochmal verschoben werden. Aber mir soll es recht sein. Ich meine, man hat jetzt ewig nichts mehr gehört von den beiden Boxern. Sollen sich halt auch noch genug vorbereiten. Sollen sie genug Zeit haben. Ich meine, ob die jetzt mit 54 und mit 55 in den Ring steigen. Oder Peng. Also Peng soll es nicht machen, aber ihr wisst, was ich meine. Also hier gibt es ziemlich viele Wege nach unten. Aber ich suche tatsächlich nach etwas, ja, vielleicht neuen Biom. Vielleicht etwas fulminant Gutes. Wow. Wow. Noch mehr Fichtenwälder. Ui. Boah, ich habe lange keine Fichtenwälder mehr gesehen. Ihr? Oh, come on, bitte. Hallo. Bäh. Bäh. Komm schon. Bäh. Wir verstehen uns, deswegen reden wir so. Ne, Kumpel? Alter, ich nehme auf, das kannst du nicht. Das kannst du nicht sagen. Habt ihr nicht gehört, ne? Gut. Alter, dieser unanständige Lümmel, ne? Ein kleiner Frechdachs hier. Hm. Er sieht ja schon genial aus, oder? Und hier ist Wasser, ich glaube das nicht. Boah. Also ob man das mag oder nicht, aber es sieht schon verdammt, verdammt cool aus. Alter. Alter Schwede. Na, Schweinchen. So. Ist das eine Nee, das ist keine Schlucht, oder? Ach, schade, Mann. Ich will so etwas Schönes. Ich will entweder neue Biome, die wir noch nicht hatten. Oh, come on. Vor allem, wir haben uns ja fest vorgenommen, gar nicht mehr zu cheaten oder irgendwelche Bequemlichkeiten zu nutzen. Das bedeutet, wir fliegen auch nicht mehr mit der Nemesis Airline zurück, sondern tatsächlich machen alles per Pedis. Deswegen sollte ich mir vielleicht im Vorfeld mal ein paar Themen ausdenken, über die man quatschen könnte. Oder wir finden eine Schlucht. Aber das sieht hier nicht aus wie eine Schlucht, das sieht mir aus wie so ein... Weiß ich nicht. Weiß nicht, wie das aussieht. Sieht so wie gewollt und nicht gekonnt. Als ob der Map Generator angefangen hat, nach dem Motto, komm, das wird eine Schlucht und dann irgendwann dies. Ach nee, doch nicht. Nee, nicht heute. Alter, ich will aber nicht durch den Wald laufen. Aber ich muss ja zwangsläufig. Neue Gebiete. Hurrahi. So, oder halt eine neue Schlucht. Und zwar an den... Entschuldigung. Ich habe keine Angst. Ja, das sind keine richtigen... Das sind so... Möchte-gern-Höhlen. Ich möchte gern Höhlen, aber ihr wisst, was ich meine. So, ja, kannst mal gucken. Kannst du vielleicht ein bisschen Kohle abstauben? Was ist das? Was ist das denn? Ein Fuchs? Fuchs! Füchse, Papa, Füchse! Okay, das ist ein sehr unanständiger Zotenwitz. Den, das lassen wir jetzt mal. Ach mal, ich will nicht durch den Fichtenwald. Komm schon, gib mir doch irgendwas Schönes. Ah, noch mehr Fichten. Ui, toll. Schon wieder diese möchte gern Underground Base hier. Hallo, wir gehen jetzt auf Reisen, aber irgendwie... Alter, hab ich mich...
Ha, hu. Okay. Wir sind nicht aufgeschmissen. Die Musik ist so schön, so entspannt. Lufia 2. Rise of the Sinistrum Music as NES. Okay. Habe ich so stehen hier auf meiner Playlist. Also muss das stimmen. Hilfe. Was ist hier? Och Mann, Alter, überall nur Fichten. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich keine Fichten mag eigentlich? Ich mag hier generell keine Wälder, ne? Also so dicht besiedelte Wälder. Aber Fichten! Alter, Fichten! Boah! Fichten mag ich gar nicht. Vor allem, es wird dunkel. Stell euch mal vor, wir hätten kein Bett. Haben wir natürlich, aber stellt euch mal nur kurz vor, wir hätten keins. Das gibt's doch nicht. Wie viele Fichtenwälder gibt es hier? Wie viele Fichten überhaupt noch? Kann man hier schon schlafen? Geht das? Jawohl. Puh. Früher war es ja so in Minecraft, da konntest du nicht einfach so im Freien schlafen. Du musstest irgendwie eine Behausung haben oder zumindest irgendwie einen geschlossenen Raum. Ansonsten kann es vorkommen, dass du da irgendwie Besuch bekommen hattest, ne? So lange, bis du tatsächlich in einem geschützten Raum warst. Das war unter Umständen ziemlich arg ätzend. Es gibt so viele Füchse. Was kann man mit Füchsen eigentlich anfangen? Gar nichts, oder? Sind einfach nur da, dumme Füchse. Lass mich los. Ja, ich hasse Füchse. Was ist das? Ist das irgendwas Gutes? Alter, du kannst doch nicht sagen, dass es dann nur so einen Fichtenwald gibt hier. Muss doch irgendwann mal enden. Hundi, habe ich Knochen? Ich habe natürlich keine Knochen. Entschuldigung, du beißt mich nicht, ne? War hier jetzt irgendwas Gutes? Wieder so eine Art Dorf oder irgendwie was? Wobei Dorf brauche ich jetzt auch nicht zwingend, ne? Was ist das da hinten? Ach, ein Portal. Sag mal, gibt es bei den Portalen nicht auch irgendwie... Autsch, Truhen? Autsch! Wenn ich Autsch sage, dann... Nicht nochmal machen hier. Oh, ich sollte langsam vielleicht mal ein bisschen was mümmeln. Wow. Wer kennt's nicht, wenn man Hunger, wenn der kleine Hunger kommt, ne? Erstmal drei Brote wegmümmeln. Nom nom nom. Was ist das denn? Was ist das? Hä? Was? Das ist. Was ist das denn? Ach, das bin ich. Mein Gott, ich habe mich erschreckt. Alter, wie cool. Habe ich schon einen Screenshot gemacht? Wenn nicht, mache ich jetzt einen. Alter, wie cool. Aber von oben irgendwie. Wenn ich hier nach oben kommen würde. Ich habe doch Erde, ne? Ist doch egal, ob das hier ein bisschen verhunzt jetzt aussieht. Wie cool. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Ui, Goldharnisch. Eine Goldschaufel. Was? Goldschwert. Plus 4 Angriffsschaden. Ich habe hier plus 7 Angriffsschaden. Plus 1,6 Geschwindigkeit. Aber nehmen wir natürlich alles mit. Und ach, guck mal, hier ein Obsidian hätten wir schon mal. Was ist das? Kann ich das überhaupt kaputt machen mit einer Eisenspitzhacke? Es sieht so aus, oder? Es sieht auf jeden Fall auch so aus, als würde meine Spitzhacke relativ sehr viel Schaden davon nehmen. Ich warte jetzt mal kurz. Alter. Okay, ich würde sagen, nö. Was ist das? Ach, ein Goldblock. Nur eiskalt so. Ja, cool. Wo ist der? Okay, auf die Magma-Blöcke gehe ich jetzt lieber nicht. Weil ich habe gehört, die könnten sehr schmerzhaft sein. Cool, jetzt haben wir das. Aber immer noch keine neuen Biome. Vor allem keine Schluchten. Aber ich finde es gut, dass wir reisen. Reisen macht auch wieder Spaß.
Momentan habe ich tatsächlich irgendwie so, ja, bin ich baufaul. Aber das ist ja das Schöne an Minecraft, du musst ja nicht zwingend bauen. Minecraft ist so herrlich ungezwungen. Du kannst machen, was du willst. Und wenn du einfach nur angelst oder versuchst, irgendwelchen Fichtenwäldchen aus dem Weg zu gehen oder zu durchqueren, was scheinbar immer noch nicht hundertprozentig gelingt, aber egal. Ja, am Ende kommen wir voll wieder bei uns zu Hause an. Das wäre allerdings ein bisschen uncool. So, was ich gerade sehe, vielleicht sollten wir, wenn wir die Gelegenheit haben, das eine oder andere Vieh töten, damit wir noch mal ein bisschen Fleisch zur Hand haben, falls sie da ein bisschen klamm werden mit. Es sind schöne Gegenden, wunderschöne Musik, aber das, was fehlt, sind entweder neue Biome oder Schluchten. Perfekt. Okay, Berge. Berge sind schon mal gut, weil auf Bergen kann man klettern und dann kann man so von oben herab gucken. Jetzt mal hochklettern. So, hopp. Schummel ich ein bisschen hier. Manche mögen es ja von so weit oben zu bauen, also in dieser Höhe zu bauen. Ich mag das gar nicht. Kommen wir nicht von da hinten? Guckt mal eben, war das nicht? Nee, das war nicht da. Aber seht ihr, was ich sehe? Überall. Was ist das denn? Sind das Kürbisse? Sind das... Ich erkenne, das ist ein Haus. Das ist ein Dorf. Ach, das ist ein Dorf. Guck mal an. Schön, wir haben wieder ein Dorf gefunden. Ich will kein Dorf finden. Ich will Schluchten finden. Und ich will mal was anderes außer Fichten finden. Fichten sind auch, komm, Fichten sind gut, aber nee. Aber vielleicht sollten wir erstmal zum Dorf. Ich guck mal hier. Ich hätte tatsächlich gerne sowas wie Akazie. Oder ein bisschen Urwald. So, wo war denn jetzt hier das Dorf? Mein Gott. Okay, hier. Hier geradeaus. Trick 17. Funktioniert immer. So, guck mal hier. Haha. Tja. So, dann haben wir das wieder gefüllt. Dann gehen wir erstmal zum Dorf. Vielleicht können wir uns da noch ein bisschen mit Nahrung eindecken. Häschen? Häschen! Häschen! Och, ehrlich, ne? Also, das Einzige, was ich nicht mag an Bäumen, sind Fichten. Das Einzige, was ich bekomme, au! Böse Sträucher und Fichten. Ihr seid doof. So, ich hoffe, ich finde jetzt das Dorf auch, ne? Ach was. Kriege ich jetzt die Schlucht, die mir versprochen wurde? Ist das eine Schlucht? Oder ist das nur wieder so ein... Das sieht mir sehr interessant aus, auf jeden Fall. So, aber ich muss hier erstmal weg. Ich spiele später mit euch. Hundis, habe die Ehre. So. Weiß einer ungefähr, wo wir sind, wo wir lang müssen? Ich weiß das zwar auch selber, aber ne, ich wollte mal gucken, ob ihr noch fit seid. Da hinten. Endlich. Ah, ich habe mir nicht wehgetan. Es hat nur laut geknackt, aber ansonsten geht es mir gut. So, wir sind gleich wieder am Ende der Folge, ne? Juhu. Ich habe mich von meinen eigenen Schritten erschreckt. Alter, wie cool das mal aussieht, ne? Wie cool das mal bitte aussieht hier.
cool. Alter! Alter! Liebe Leute von heute, ich würde sagen, wir haben wieder einen Jackpot geknackt. Okay. Dann gehe ich jetzt mal. Boah, wie krass ist das denn bitte wieder? Wie krass ist das denn bitte wieder? Oh mein Gott. Was soll das hier sein? Okay. Ha. So, ich muss. Warte mal, war das ein. Das war eine Biene. Hier sind. Ja, aber gut, aber die kann ich jetzt unmöglich doch irgendwie. Kann ich mit dir handeln? Nein. Du bist halt doof. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, ich gehe mal hier rein. Das ist ja gar nichts. Das ist ja ein doofes Haus. Okay, liebe Leute, pass auf. Ich gehe hier jetzt erstmal los. Ich gehe mich hier gleich erstmal ein bisschen umgucken. Also mit euch, aber erst in der nächsten Folge. Liebe Leute, ich bin raus. Seid morgen wieder mit dabei. Ich würde mich freuen und bis dahin, macht es gut. Tschüss.